Jede Zeit hat ihre Kultur und ihre Kunst. Und für Julia Stoschek, Kind der 70er Jahre, war bald klar, spannend sind vor allem die damals neuen audiovisuellen Kunstformen. Ich bin mit diesem Medium groß geworden. Natürlich auch TV und MTV war sehr prägend für mich in jungen Jahren. Und ich glaube, es passt einfach zu meiner Persönlichkeit. Ich liebe die Bewegung und Dynamik und ich liebe Bilder. Und Bewegtbilder ist eigentlich schon immer das gewesen, wofür mein Herz geschlagen hat. Über 800 Videos, Filme und Multimedia-Installationen von den 60er Jahren bis heute. Die Julia Stoschek Collection zählt heute zu den bedeutendsten Sammlungen von Medienkunst. Ein Schwerpunkt? Gesellschaftspolitische Themen. Derzeit wird fast die gesamte Sammlung online zugänglich gemacht. Als Ergänzung zu den Ausstellungsräumen in Düsseldorf und seit einigen Jahren Berlin. Dieser Standort wird allerdings bald wieder geschlossen. Anders das Haus im linksrheinischen Oberkassel. Düsseldorf ist Heimat und sobald ich über die Brücken und über den Rhein fahre, habe ich wirklich so ein Heimatgefühl hier. Ich mag die Menschen, ich liebe die Akademie, ich liebe die Kunstszene hier. Ich habe viele, viele Jahre hier gelebt. Mein Sohn ist hier geboren in dieser Stadt. Also insofern werden wir hier auf jeden Fall bleiben in Düsseldorf. Ein guter Ausblick für alle, die sich für die Kunst unserer Zeit begeistern. Uns als Jury gefällt Ihre Haltung, neue Wege zu gehen, um Ihr benanntes Ziel, die Medienkunst aus einer Außenseiterrolle zu befreien und für die breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Zudem ist sie eine sehr bekannte Persönlichkeit in der Kunstszene, engagiert sich dort seit Jahren sehr stark. Und das macht sie für uns als Jury eben einfach zur Düsseldorferin des Jahres.